Bis zum Release der neuen Ironheart-Serie müssen wir uns noch bis Ende 2023 gedulden. Einen ersten Blick auf die Iron Man-Nachfolgerin im MCU gab es aber bereits diese Woche, und zwar von den Dreharbeiten. Zum einen gibt es zwei Bilder von Dominic Thorne als junge Erfinderin Riri Williams, die in einem ziemlich monströsen Outfit zu sehen ist. Der Anzug, der ein wenig an den Hulkbuster erinnert, ist ziemlich nah an der Comicvorlage, wo sie ihn aus verschiedenen geklauten Materialien des MIT zusammenstellt. Außerdem dürfte auch etwas Vibranium aus Wakanda verbaut sein, denn schließlich trifft sie dort auf T'Challas Schwester Shuri. Aber nicht nur Riri präsentiert sich in voller Pracht. Auch den Marvel-Schurken The Hood, der von Anthony Ramos verkörpert wird, konnte man erstmalig begutachten. Durch den namensgebenden roten Mantel sieht dieser ein wenig aus wie die bösartige Version von Rotkäppchen. Ihn wird man wohl nicht vor der Serie zu sehen bekommen. Dafür kann man schon bald mit dem ersten Auftritt von Dominic Thorne als Ironheart rechnen, denn Black Panther: Wakanda Forever erscheint am 9. November 2022 in den Kinos und wird einen Gastauftritt von ihr beinhalten.